Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Rapid Wien gegen Midtjylland. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Sisto. Guter Pass jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt suchen Sie die Lücke. Jetzt vielleicht. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Zimmermann. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Wimmer. Zimmermann. Guter Vorstoß, kann was werden. Ja, könnte was werden. Ballgewinn, gefährliche Position. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gut den Körper eingesetzt. Klasse Pass! Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Jetzt ist es gefährlich. Guter Steilpass hier, macht er gut. Gefährlich jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kann er was draus machen? Wichtiges Tackling hier. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Da ist der Ball weg. Demir. Zimmermann. Gute Aktion. Ja, da ist Platz jetzt. Er blockt die Hereingabe ab. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Macht er gut. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Zimmermann. Ganz energisch. Sie kämpfen um den Ball. Spielt den Ball wieder zurück hier.
die Gelegenheit. Drin ist der Ball, aber wir sehen es, Buschi, Fahne hoch. Abseits, war schön zu sehen, auch wenn sie es natürlich nicht wahrhaben wollen. Fassungslosigkeit, es ist eine enge Kiste, aber es stimmt schon, es war Abseits. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Zimmermann. Demir. Chance zur Flanke jetzt. Sisto. Sie haben den Ball. Zimmermann. Den spielt er wieder zurück. Gefährlich! Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da verlieren sie den Ball. Die Chance auf den Konter. Schönes Zuspiel hier. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Die Szene eben, also den Ball muss er erstmal halten, hat er klasse gemacht. Guter Vorstoß, kann was werden. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Gute Aktion. Sisto. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt's bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Da haben sie gut aufgepasst. Klasse Chance jetzt. Weiter gefährlich. Ja, könnte was werden. Spielt den Ball. Tja, wo ist die Lücke? Da muss er aufpassen. Zimmermann. Sie können den Ball abfangen. Schirmt den Ball da super ab. Zimmermann. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Regulär sind es noch 7 Minuten. Was macht er draus? Ist das der Anschlusstreffer? Er hält ihn. Ist es denn zu fassen?
Jetzt kommt die Ecke. Er spielt den Ball raus. Schöner Zweikampf. Sie erobern den Ball. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Jetzt ist er durch. Der muss doch drin sein. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Schöner Sieg, wichtiger Sieg. Auch in dieser Höhe wirklich verdient. Denn sie waren hier alles in allem die klar bessere Mannschaft. Das war gut, was er heute angeboten hat.